Ja, wer hier drin ist, sieht eigentlich ganz gut aus. Wie viele Leute haben wir? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das passt. Also wir sind heute so gut 30 Leute hier auf dem Server. Also eigentlich fast alles wie immer, außer in den ersten zwei Rennen. Ich glaube, da waren wir ein paar mehr. Ansonsten, was gibt es heute zu beachten auf der Strecke? Fangen wir mal an mit der ersten Kurve, die natürlich immer kritisch ist. Vorsicht und so weiter, was er auch schon kennt. Ich glaube, wir hatten letzte Mal 6 Leute, die eine Strafe bekommen und das war eigentlich ganz okay. In der Pro waren es aber was gar keine Strafe tatsächlich beim letzten Rennen. Deswegen appelliere ich einfach nochmal an euch: Seid wie gewohnt einfach vorsichtig und das Rennen wird nicht in der ersten Kurve gewonnen, sagt man immer so schön. Dann Radeon Eau Rouge hoch. Natürlich, ihr könnt da zu zweit durchrasen, ist aber lebensmüde. Versucht es einfach im besten Falle nicht und versucht dann auf der Chemistrate euch denjenigen zu schnappen. Ansonsten ja, ist der Track relativ selbsterklärend. Bei der Boxeneinfahrt, der eine will nach links, der andere will nach rechts, wenn er rein will. Das heißt, vielleicht vorher einfach schon mal Blinker setzen oder ihr verteidigt euch in der Rechtskurve, damit ihr dann gleich in die Box fahren könnt. Ja, ansonsten gibt es gar nicht so viel zu sagen. Es könnte ein bisschen länger dauern, dass der Server geskippt wurde, je nachdem, wie schnell Umbra das jetzt hinbekommt mit dem Problem in der Pro. Da muss dann noch jemanden einfügen in die Entry List. Aber ansonsten würde ich jetzt noch mal fragen, ob jemand irgendwelche Fragen hat oder Anmerkungen, sonstiges, vielleicht auch aus dem letzten Rennen. Ja, der Boxenausfahrende hat Vorfahrt im Rennen, oder? Genau, Boxenausfahrt würde ich sagen, natürlich, da die Boxengasse geht ja erst oben hinter der Eau Rouge raus, dass ihr euch auf jeden Fall erstmal rechts haltet und dass diejenigen, die dann schon sehen, okay, da kommt jemand aus der Box, dass ihr euch auch auf der linken Seite platziert. Und dann sollte es da auch, glaube ich, nicht zu ja, irgendwelchen Zusammenstößen kommen. Also nicht von rechts gleich rüberziehen aus der Boxengasse raus. Ihr wollt den Platz verteidigen, seid da, keine Ahnung, 50 km/h langsamer als derjenige, der da hochgebrettert kommt aus der Eau Rouge. Macht es natürlich keinen Sinn, da links rüber zu ziehen und demjenigen den Weg abzuschneiden. Dann ist er halt vorbei. Dann ist es so. Ja. Ganz einfach machen wir das. Jo. Sonst noch eine Anmerkung? Gut, dann wünsche ich euch viel Spaß. Und dann dürft ihr in euren Channels verweilen. Anmeldung vergessen ist nach wie vor Qualisperre, oder? Ach genau, Qualisperre ist noch ganz wichtig. Da haben wir 3 Leute. Genau, und wer die Anmeldung vergessen hat, der fährt nicht raus im Quali. Wir haben 3 Leute, die eine Qualisperre haben. Das ist unter anderem Fluffy Güntersen, aber ich glaube, der fährt heute gar nicht mehr mit. I like HTML und Angry Goose, Esszimmer. Diejenigen bitte ich nicht rauszufahren, auch nicht rausfahren und dann wieder reinfahren, sondern gleich in der Box drin bleiben. Genau. Und dann geht's für euch von hinten los und dann dürft ihr das Feld von hinten aufbauen. Was auf der Strecke aber eigentlich ganz gut machbar ist, möchte ich sagen. Guti, wenn dann keine weiteren Fragen sind, dann wünsche ich euch viel Spaß. Okay. Und viel Erfolg. Ja.
So. Ich höre dich gerade nicht. So, jetzt. Hey, ja. Irgendwas ist komisch gerade mit Discord und meinem Headset. Keine Ahnung. Egal. Jetzt passt. Okay. Wollen wir mit zu Van Gogh und Max oder alleine? Wie du willst. Wie du willst. Wenn du Bock hast. Für mich wäre es okay, die sind nicht laut oder so. Können wir auch, ja. Ziehst du mich rein dann? Nein, dann zieh ich sie runter. Oder so, ja. Van Gogh? Max? Ja? Wenn ihr wollt, also ihr könnt, wir können auch in einem Channel bleiben. Also zu viert. Oder, ja, wie ihr wollt. Das ist für uns okay. Jetzt ist er wieder hoch. Ah. Achso. Egal. Kommt schon wieder. Achso, er weiß Bescheid, okay. Vielleicht meinte er das. Aber Van Gogh ist gemutet. Ja. So, ja, Rennsetup passt. Ich glaube, ich fahre Rennsetup im Quali, weil ich war eben schneller. Ja, ja, das werde ich auch tun. Weil irgendwie das Quali-Setup gestern war in Ordnung, aber ich war langsamer als heute mit dem Rennsetup mit vollem Tank, also. Okay. Sonst war ich eigentlich immer mit dem Quali-Setup schneller, aber. Das ist die sichere Variante. Oh, Reifendrücke für Regen habe ich eingestellt. Okay. Wie lange haben wir noch? 5 Minuten. Achso, 15 Minuten vorher? Also. 5 Minuten haben wir noch. 5 Minuten haben wir noch, okay. Van Gogh schreibt mir, warum Van Gogh? Ich hab euch keine Benach. Ah, scheiße! Achso, der braucht die Rolle. Oder was? Aber Max konnte doch hier sprechen. Ja. Rollen? Hä, warte. Er hat die Rolle. Kann sprechen. Max konnte auch sprechen. Er ist selber gemutet. Ja, Max. Hört ihr mich? Hört ihr mich? Ja, ja. Ja, ich hab mich runtergezogen. Ich war gerade auf Runde. Ich konnte nichts reden. Ich hab nichts mehr gehört. Gar nichts. Achso. Ja. Guck mal den Max runter. Moment. Ja, Max wollte jetzt für die anderen auch mit Ding machen. Der wollte für alle. Ja. Ja, okay, dann könnt ihr beide hoch, weil dann ist mir zu viel mit allen. Das ist dir dann zu viel, gell? Ja. Dann bleiben wir lieber alleine. Lass ihn da erstmal üben, weil der wird bestimmt ein paar Fehler machen. Lass ihn da ein bisschen üben oben. Bei euch ist mir, glaube ich, zu kritisch noch. Dann geh du mit ihm hoch. Du kannst auch hier runterkommen vor dem Rennen. Wie du magst, Van Gogh.
Ja, theoretisch schon, aber mit Max, ich weiß nicht, wie der sich, wenn der sich ein bisschen verhaspelt bei dem einen oder anderen, das kann nur stören. Mhm. Und bei euch geht's um mehr, deswegen würde ich den gerne das eine Rennen jetzt durchlassen, also okay. Durchmachen mit ihm. In der großen Runde, dann wissen wir, wie es mit ihm klappt. Ja, okay. Das war so der Plan. Genau. Okay, danke dir. Gutes Rennen. Danke dir auch. Ja. Ja. Viel Glück, viel Erfolg. Bis später. Ciao. Ciao. So, jetzt Konzentration. Wer war das eben, der gerade Briefing gemacht hat? Das habe ich gar nicht geguckt, ehrlich gesagt. Irgendwie die Stimme kam mir nicht so bekannt vor. Wo war das? Bei den Pro-Fahrern gibt es ja wohl ein Problem, Umbra hatte ja noch zu tun. Oh ja. Deswegen ist Umbra nicht hier. Noch nicht. Ach du Scheiße, okay. Weil Umbra ja irgendwie einen in der Entry-List nachfragen musste. Oh mein Gott, okay, ja, dann warten wir auf den natürlich. Ja, müssen wir, er muss den Server skippen. Das wird ja nicht allzu lange dauern, hoffentlich. Ah. Also heute sage ich, Top 10 wäre schon richtig, wäre ich schon mehr als zufrieden. Weil ich habe nicht das Gefühl, dass da so viel drin ist. Mhm. Falls es regnet, ist übel. Oder es ja, wenn regnet. Es regnet, dann sowieso nicht. Mhm. Aber auch wenn es ja rum ist, im Training regnet es noch nicht. Aber das heißt wahrscheinlich, dass es im Rennen regnet. Letztes Mal hat es im Training geregnet und im Rennen dann nicht. Die Strecke eigentlich auf optimal, ja, oder? Ne, nur auf schnell, ja. Okay. Ungültig. Aber Umfall konnte sich wahrscheinlich jetzt gar nicht einfahren. Kommt jetzt auf den Server drauf und startet dann wahrscheinlich ins Quali. Ich habe den aber heute Mittag ein bisschen fallen sehen. Oh, okay. Wo ist denn der Bronze? Weiß ich nicht. Aber der macht da bestimmt auch diese Interliste, oder? Keine Ahnung.
Aber das war eben nicht der Bronx, der die Ding, sonst hat der Bronx auch immer das Briefing gemacht. Vielleicht ist der Bronx nicht da. Wäre gut. Ich habe gesehen, ja, ein Thoma war gestern richtig schnell. Der Meier ist vor mir. Anton? Yellow Flag ist Sektoren. Oh. Ja. Los geht's. Green Light, Green Light. Go, go, go. Oh Mann, ich stehe so weit hinten in der Boxengasse, dass ich nicht als Erster rauskomme. Aber als Fünfter. Okay. Auf viel Glück. Viel Glück, ja. Oh, Reifenhof. Guck, so Peppi. Ja, Peppi vor mir ist in Ordnung. Er ist nicht so langsam. Mhm. Noch kein Regen. Wally bleibt trocken. Alter, Gekok soll mal Gas geben. Gekok zählt ja alles auf gerade. Naja, boah. Lass dir Platz zwischen dem und dir. Ja. Aber meine Reifen sind kalt. Ja, der hält gerade Peppi auf und ich bin dahinter. Und hinter mir ist Meier im Lambo. Der andere Meier. Geht's. Wie gesagt, komm mal, du packst es. Peppi ist eingeschlagen, Rouge. Pass auf. Du wirst zurück auf die Strecke geschleudert. Ich glaube, ich bin noch weit genug. Im sicheren Abstand. Sektoren.
Es gibt es nicht. Ich habe über zwei Sekunden Platz gelassen auf Gekox und jetzt laufe ich ja auf ihn auf. Oh, es geht jetzt ab. Alle BMWs sind vorne. Die ersten fünf sind nur BMWs. Die ersten vier. Plümmel auf 4. Mit dem ab. Ich boxe jetzt erstmal. Gekox hat mir eben ordentlich Windschatten gegeben.
hinter dir ist eine Lücke, da fahr ich mal rein. Dann suche ich zumindest. Well done, mate. Russell Weiss. Hast du gebremst? Nein, ich bin aus der Box raus. Ich habe jetzt hinter dir einen roten einen Platz gefunden, wo Platz nach hinten ist. 6 Sekunden, das wollte ich. Pass auf, vor dir ist Villa. Ich muss sowieso boxen, ey, shit. Okay, ja. Boah, Villa hat Probleme. Slow car ahead. Vor 7 Minuten. Wow. Alter, wer war das? Das war Lehmann. Müssen wir jetzt nochmal verbessern. Shit, kein Sprit mehr. Und ich bleib mitten in der Boxeneinfahrt stehen. Nicht zum Stehen, aber ich kann mich noch reinreden. Also, Mann. Gut. Oh, jetzt guter Exit. Car on the left, clear on the left, yellow flag ahead, watch out. Yellow flag ahead, watch out.
a slow car up ahead. Slow car ahead. Yellow flag ahead. Be careful. Slow car ahead. Yellow flag ahead. Watch out. Red on main. Press on fast or slow. Yellow flag in sector 1. Yellow flag in sector 1. Yellow flag ahead, watch out. Session is now over.
Okay. Exo, bist du da? Bin auf meiner letzten Runde. Oh, sorry. Yes, P6. Yes, nice. Ich hab letzte Runde, habe ich in der letzten Schikane nochmal 2 Zehntel rausgeholt. Geil. Ich hatte nämlich ein bisschen, ich glaube es war so eine Hundeste oder so war ich hinten, ein Plus, weißt du? Mhm. Und dann fahre ich die Schikane, komme raus und sehe 2 Zehntel im Delta. Okay, das war jetzt mal, habe ich die jetzt perfekt bekommen, die Schikane. Platz 6 habe ich noch den Peppy geschlagen. Weil ich war nochmal zurückgefallen, ich war vorher schon Platz 6. Bin ich zurückgefallen auf Platz 7, hab jetzt nochmal Platz 6 geholt. Sehr gut. Ich glaube, ich war der Letzte jetzt, der noch eine Runde gesetzt hat. Mhm. Ja, und es ging jetzt weiter direkt. Boah. Cool, viele Runden gefahren. Bin ich mega zufrieden. Aber Plümmel richtig stark, Platz 8. Thomas, Paul, Lehmann, dann du, Blume. Wer ist Blume? Okay, kein Regen erstmal. Haben wir da Anführungsrunde oder startet das gleich? Ja, nein, haben wir. Okay, ja. Haben wir. Siehst du, dass wir hier stehen, sonst würden wir da hinten stehen. Ja. So, jetzt. Ich weiß nicht. Sieht für mich jetzt gerade nicht nach Regen aus, aber es kann kommen. Mhm. Wie viel Sprit nehmen wir mit? Ich habe 85, nehme ich jetzt mit und 29, danke ich nach. Okay. Ja, okay. Ich bin echt nicht sicher. Risiko gehen oder nicht? Hm. Es sieht aktuell nicht nach Regen aus, aber kann kommen. Okay, Bremsen auf 1, ne? Jo. Das du sagst. Oh ja, habe ich beim Swap nicht gedacht. Temperatur 30 Grad passt, wie im Training. Mhm. Aber wer ist Blume? Ist der neu? Nee, der war auch letztens dabei, Hashi Blume. Aber nicht so schnell wie jetzt. Mhm. Und Pfeiffer vor mir. Blume, Pfeiffer. Neben mir ist Pfeiffer. Oh, Peppi zu schlagen war jetzt noch wichtig. Ja, Peppi ist nicht so schnell hier. Naja, der war jetzt schon hinter mir. Also, war. Ich glaube, er war ein Zehntel oder so, jetzt langsam mal sicher ist nur. Was bin ich jetzt eben gefahren? Ah, Quali-Resultate werden wir mit Maya später sehen. Ich muss ungefähr, also ich bin definitiv meine beste Zeit gefahren. Es war eine 19-0 oder sowas. Mhm. Geil.
Wo sind unsere anderen Jungs? Also, Vater auf 15. Ja, ja, der ist gut dabei. Gecko auf 18. Wolf auf 25. Mhm. Villa auf 27. Nicht, McBride hinter Villa. 28. Ja, warum ist ja auch nicht trainiert. Ja. Wiesel auf 31. Hm. Was hat der gemacht? Also. Ich gehe mal noch schnell auf Toilette. Ganz schnell. Ja. Oh, 40 Sekunden. Oh. Ja. Weißt du was? Ich gehe ein bisschen Risiko. Okay, das bedeutet? Nimm 70 Liter mit. Mhm. 30 Sekunden. 30 Sekunden. Okay, so. Viel Glück. Glück. 20 Sekunden. Halt dein Auto sauber. An. Let's go. Aber es war noch wichtig, den siebten zu holen, weil das ist ja dann eine Startreihe weiter vorne, Platz 6. Mm-hmm. Stay single file. Thomas? Scheiße. Bei mir ist der Motor aus. Okay. Scheiße. Ich muss jetzt weiter vorne kommen. Sorry, Jungs. Ich habe irgendwie den Motor. Bei mir, ich habe den Motor abgewürgt beim Anfahren. Glaube ich. Ja, kann passieren. Jetzt bin ich an der richtigen Position. Ich habe 2 zu viel überholt. Ich habe dich gesucht. Reifen. Gut überleben. Erst nur noch. Ja, wenn wir Rouge überleben, dann wird's schon floppen. Oh, vor mir fährt ein Lexus, ein Pfeife. Er geht da auf dem Geraden ab wie sonst was. Der Lexus. Ich hab auch nicht gedacht, dass Pfeife so schnell war. Ja, das ist die Strecke halt. Honda ist ja auch ziemlich gut in Top Speed. Mhm. Ich würde niemals Honda oder Lexus fahren. Autos, die echt nicht mehr gefahren werden. So. Ich
Häusern ist heute gar nicht dabei. Okay. Und Menak und so? Menak ist in der Froh. Ach so, der ist dabei. Ja, genau, der ist in der Froh, ne? Eberhard ist eine Startreihe hinter mir. Ne, ja. Zwei. Platz 9. Okay, zwei. Blümmel und Krux und Peppi sind hinter mir. Reifenbahn kriegen. Ja, 26,5 einigermaßen. So, auf geht's. Let's do it. Oh Mann, ich hoffe, es wird leben. Hier. Ein bisschen Angst vor dem Peppi hinter mir. Er ist schon jetzt schon aggressiv. Nicht auf die anderen achten. Achte auf dich. Okay. Achte auf deine Motorhaube und auf die Strecke. Tunnel ist wichtig. Viel Glück. Ich hoffe, ich habe keinen D-Sync oder am Anfang. Ist nun mal so komisch, dass es hier wieder rumgeht. Boah, es dauert immer so lange hier auf der Strecke. So jetzt. Jetzt schon. Alter. Guter Start von dir. Ich muss so weit gehen. Hab's gesehen. Position gehalten. Thank you.
dabei. Ich merke, mir fehlt der Topspeed. Gegenüber dem Ferrari hinter mir. Eine Kurve 1 verpasst. Da. Oh. Wow. Wow. Oh. Boah, ich wäre fast in ihn reingeknallt. Alter. Car on the right. Clear on the right. Mache ich in Kurve 1. Ich muss in Kurve 1 früher bremsen. Blümmel ist hinter mir richtig schnell.
Clear on the left. Ich hab grad irgendwie nicht ganz die Pace. Ich grad auch nicht, leider. Yellow flag in Sector 2. Sieht mir dann doch weg. Gerade auf den Geraden. Oh, die hat Blümmel überholt. Jetzt wird's kritisch. Schade. Gerade zieht ihr weg. Das ist mein Problem. Du warst doch eigentlich gar nicht schlecht auf den Geraden. Ja. Muss hier besser rauskommen. Ihm hält mir im Nacken. Nein. Scheiße. Alles okay? Ja. Die Kurve 1 verpasst. Und die saugt sich im Windschatten ran wie sonst was. Ja.
Rechte Runde gerade von mir. No rain. Noch kein Regen, zum Glück. Das ist sehr gut. Dass es nicht regnet. Noch nicht, kann ich wissen. Ah, noch, komm. Hängt mir die ganze Zeit auf einer halben Sekunde im Arsch.
Rundenzeiten werden besser. Beste Runde jetzt. Oh, überraschenderweise habe ich noch keinen Cut. Brauchen gleich gute Boxenstops. Mhm. Was mit Reifenwechsel? Yellow Flag in Sektor 2. Genau. Was? Reifenwechsel? Du musst Reifenwechsel natürlich. Ich will aber nicht. Boah! Scheiße. Auto fast verloren. Puh. Und Dean kommt dran. Scheiße. Aber nicht vorbei. Noch nicht. Jetzt ist er richtig nah dran. 0,3. Also. Wieder Bremspunkt verpasst. In der ersten Kurve. Ja, jetzt ist er dran. Scheiße. Aus der Orange-Karten. Bleib vorne. Ah ja, ja, jetzt habe ich ordentlich Zeit auf dich verloren. Ein kleiner Fehler kann entscheidend sein. Ja, cool. War das denn mal so? Hol ihn dir da vorne. Ich versuch's. Na, Reifen so langsam. Weiß nicht. Das fühlt mir ganz so gut an. Warning for exceeding track limits. Zumindest haben wir Plümmel abgehängt. Wird kein Regen kommen.
Der Team fährt in die Box. Okay. Das heißt, jetzt sollte man das andere machen, was er macht. Und draußen bleiben. Macht keinen Sinn, das gleiche zu machen, was er macht. Mhm. Wobei meine Reifen sind vielleicht rot. Ja, ich probiere jetzt nochmal eine Runde. Okay, nach hinten, es sieht so okay aus, 11 Sekunden. Solange ich den Abstand zu dir halten kann, bleibe ich draußen. Ja. Du hast doch noch mehr Sprit, oder? Du könntest noch länger draußen bleiben als Pfeiffer vielleicht. Oder du gehst früher rein. Ich glaube, ich stopp jetzt doch. Kann keine guten Rundenzeiten mehr gehen. Mhm. Ja. Reifendrücke sind in Ordnung. Perfekte Einfahrt. Jetzt richtig stehen bleiben. Sehr gut. Ah, wie viel nehme ich mit an Sprit?
Ach, 60 Liter reichen jetzt. Oder 55. Warte mal. Yellow Flag in Sector 3. Bin ich gespannt, ob ich vor oder hinter ihm rauskomme. Ach scheiße, ich hoffe, ich komme nicht in den Verkehr irgendwie. Da wäre ein Rennen schon wirklich gut. Ich muss mal was trinken gleich. Oh, jetzt perfekt stehen bleiben, bitte. Weil das kann ja ungefähr 2 Sekunden bringen, wenn man perfekt stehen bleibt. Ja. Komm mal. Nein, zu weit vorne. Schade. Ah. Oh, Danny kommt rein. Nee, Franz kommt rein. Der ist ziemlich gut dabei. Der ist nicht so weit weg von mir. Alter, du... Mein Gott, ey. Jetzt bin ich gespannt, was das wird. Es wird ganz knapp mit Team. 4 Sekunden. 1,5. Komm mal. Und ich bin vor ihm. Yes. Yes, 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 yes. So, jetzt Gas geben. Reifen auf den Motor bringen. Darf nicht angreifen. Er versucht innen rein. Nein. Muss meine Reifen auf Temperatur bringen. Das werden jetzt halt anstrengend, 26 Minuten. Car on the right. Clear on the right. Übrigens ist auch hinter mir, scheiße. Eieiei, okay, noch 25. Brilliant Racing, hier. Oh, Tübingen Team und ich. Ah. Und jetzt ist so überrundet McLaren da vorne. Noch kann ich mich vorne halten. Boah, könnte runter bis auf 8, Platz 8 gehen. Ey, du musst dir keine Sorgen mehr machen um uns. Ich glaube, wir haben viel Zeit verloren jetzt. Im Zweikampf, im Dreikampf.
Jetzt muss ich ein bisschen Abstand gewinnen. Komm schon. Ja, und die hinter mir ist richtig schnell. Boah, Danny am Boxenausgang. Eine Sekunde Abstand. Ist das schön, freie Fahrt zu haben, ey. Ich habe auch freie Fahrt, aber ordentlich Druck von hinten. Warst du in der Box? Ja. Ist auf 0,8 dran. Der Team. Minuten, das wird sehr, sehr hart. Also.
Power Systems hervor. Oh, er ist jetzt direkt dran, 0,2. Das ist schwierig hier zu überholen, wenn du gut verteidigst. Ja, bisher klappt es auch, aber jetzt ist er direkt dran. Bin direkt dran, er hat einen besseren Topspeed. Er ist dran, er ist richtig dran. Alter, wie er rankommt und vorbei. Nein, er trägt mich, er trifft mich. Scheiße. Hat mich gedreht. Fuck. Komm, geh vorbei. Er soll vorne bleiben. Okay, er lässt mich wieder vorbei. Weil er gemeint hat, seine Schuld, aber es war meine Schuld, glaube ich. Korrekt von ihm. Ich hab Schaden am Auto. Das ist 10 Sekunden. Ey, 2 Sekunden nur. Nice, zieh durch, komm mal. Der Stübing ist jetzt wieder dran. Kein Problem. Vater ist ein Scheiße, Vater hatte Unfall. Scheiße. Der ist in der Box, Platz 28. Okay. Starke Pace. Ja, irgendwann kannst du die Strecke aus dem FF. Ja, ihr beide vorne, uns habt jetzt profitiert davon. Hier. Und hier, wo ist der Pfeifer hin? Keine Ahnung. Platz 4 wäre so nice. Jetzt schön freie Fahrt. Erste Warning. Kein Problem. Boah, vielleicht fehlt ihm jetzt auch der Topspeed durch den Unfall. Und er kommt jetzt nicht mehr so ran. Alter, ey. Villa, Alter, du Spacken, ey. Was denn? Jedes Mal. Dann macht mir in der Kurve Platz statt auf der Geraden. Hm. Dann ist er so knapp neben mir, dass ich ihn berühre. Fast. Hm. 11 Sekunden, da laufe ich gleich auch noch rauf.
Da ist der zweite Warning, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. So, glaube ich auch schon zwei. Oh, ja. Aber erst die zweite, die erste nicht. Gute Runde. Ich habe einen dermaßen Ausflug gerade gemacht. Reifen sind schmutzig. Bin neben die Strecke gekommen. Ich glaube, wir sind voll im Stream drauf, bestimmt. Also Dean und ich wahrscheinlich die ganze Zeit. Ja, der Kaya ist fix. Der wird auch schon einfangen. Ich bin ein bisschen glücklich, dass mein Overcut funktioniert hat. Ja, das war eben ein bisschen unglücklich. So, jetzt kommt er wieder ordentlich ran. Und jetzt gleiche Situation wie eben. Ja, ja, ja. Jetzt geht er innen. Konzentrier dich, Bro. Scheiße. Geht der Audi auch vorbei und dreht mich. Ey, Idiot. Auch Motors aus. Blümmel ist auch vorbei. Scheiße. Mann! Muss ich mir später anschauen, das gibt vielleicht einen Strafantrag. Die sich da vorne noch gegenseitig abschießen. Also letzte Verwarnung.
car on the left. Clear on the left. Ich hab den Anton vor mir. Ach, wirklich? Okay. Den anderen Anton. Ich hab den Villa vor mir. Echt aufpassen mit den Warnungen. Aber 50, ich bin schneller als Plümmel vor mir. Als Stübing. Also 6 Sekunden hole ich jetzt nicht mehr auf. Übrigens ist neben der Strecke. Okay. Bin erstmal vorbei. Jetzt geht der Kampf um P6 los. Komm auf. Yellow Flag ist aktuell. Aber Anton macht sich gleich aus dem Staub. Aber Anton ist gar nicht so langsam. Du hast ja auch mal ein Setup gekriegt. Ja, jetzt neben der Strecke, Anton. Jetzt kriegt er erstmal die. Alter, er macht auch sehr, sehr ungünstig Platz. Von mir auch wieder in der Kurve. In der letzten, im dritten Sektor. Aber ich habe Schübing über 1,3 hinter mir. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Lümmel 3 Sekunden. Team hat eine Durchfahrtsstrafe. Yes. Yes. Komm, Alex, noch 2 Runden ungefähr. Jetzt darf ich mir nur noch keine holen. Boah, ganz vorsichtig gefahren. P5 ist drin. Jetzt kommt Stuhl wieder ran. Noch 2 Runden? Ja, 2 Runden noch. Und ich habe perfekt Sprit geplant, weil noch 3 Runden. Sehr cool. Ich auch, bin ich da.
Durchfahrtsstrafe für die Nummer 3. Ist doch wunder. Jetzt sagt, egal. Muss mich gegen den Schubing wehren. Nein, er ist daneben. Er ist vorbei. Scheiße. Das ist die letzte Runde. Nein, danach kommt noch eine. Okay. Gut. Komm, bring das Ding nach Hause. Komm mal. Ich fahr zu langsam. Ich fahr zu vorsichtig. Wegen den Verwarnungen. Der Turm war heute einfach zu schnell. Ja. War es sicherlich verdient. Jetzt muss ich irgendwie versuchen, noch anzugreifen. Letzte Chance. Das ist wie ärgerlich. Na, die müssen in der Box, dann ist es Platz 6 gerade. Er kommt gut durch, schade. Komm, Stübingen, hol dir auch eine Durchfahrtsstrafe. Excellent job, mate. P2. Bring it back to the pit safely. Hätte halt P3 sein können. Schade, ja. Wäre dieser Unfall nicht gewesen, wo ich mich gedreht hatte mit Stübing. Glückwunsch zu P2, sehr stark. Danke. Wie ärgerlich. Ich muss mir jetzt nochmal anschauen. Eventuell stelle ich einen Strafvertrag gegen Stübing, wenn der mich da unfair
Das war... Boah. Ja, und der Plümmel ist jetzt der lachende Vierte. Oh, wirklich? Ja, weil er auf Platz, naja, er ist jetzt auf Platz 3. Aber er hat uns, er wäre hinter mir gewesen, er wäre gegen hinter Schübing gewesen, er wäre hinter Diem gewesen, hätte Diem keine Durchfahrtsstrafe gehabt und wäre nicht dieser Unfall mit Schübing und mir gewesen. Dann wäre er auf Platz 6. Du hattest ja mega viel Action. Oh. Jetzt sag ich auf 4, okay, er ist auf 4, nicht auf Junge, ist auf der 3, ist 30 Sekunden vor mir, der Thomas. Ah ja. Aber trotzdem hier. Der ist Thomas einen weggefahren. Und diesmal ohne Fehler. Okay. Ja, Bathurst ist ja auch schon einen weggefahren, da hat er nur einen Fehler gemacht am Ende. Wir müssen doch alle boxen, hat er dich geboxt oder was? Ja. Ah, das war. Oh, müssen wir uns jetzt gleich mal anschauen. Oh, ja. Ärgerlich. Franz, auch schade. Wolf auf 20, sehr gut. Wo ist... Will er nicht in den Punkten, oder? Oh, ich bin oder doch? Ich bin die ganze Zeit auf Map 8 gefahren. Wie? Nein, Spaß. Ich stelle auf, ja, wie viele waren jetzt eigentlich dabei? Hat Dingsens Punkte? Dingsens? Dingenskirchen, warte. Villa. Villa. Ich sehe nichts. Ja, auch nicht. Aber Wolf hat zumindest Punkte, Platz 20. Franz, schade, der hatte einen Unfall auf jeden Fall. Fahr noch weiter. Ja. Geil. Boah, Dima 14. Übel. Ja. Davor hatte ich halt auch Angst, weißt du? Deswegen bin ich so vorsichtig, jedes Mal, wo ich gedacht habe, ich komme zu weit raus, bin ich vom Gas gegangen. Und deswegen hat mich der Schübing überholt. Das war das. Hätte ich eine Verwarnung weniger gehabt, hätte er mich, glaube ich, nicht überholt. Hätte ich zumindest noch Platz 5 gehabt. Naja. Trotzdem gutes Rennen war auch. Gut gemacht. Ja. Auf jeden Fall stark. Trotz dessen, dass du so ein bisschen rumgejammert hast. Aber wir haben ja alle rumgejammert wegen Regen. Hätte es geregnet, sag ich dir ganz ehrlich. Ja. Vorbei gewesen. Glück, ja. Wir haben irgendwie Glück. Bei Pro hat es bestimmt geregnet. Mhm. Mhm. Bei Phoenix Fech. Naja. Gut. Wow. Rauskennen. Sollten wir die Autos nicht in der Box lassen wegen dem Stream und so? Ich glaube, das ist jetzt schon egal. Der geht ja sowieso ins Replay. Okay. So, wir nehmen uns einen anderen. Auch. Eieieiei. Okay. Wo sind die denn? Komm. Exo dürfte irgendwie 5 da. Oh Mann. Bist du denn Ziel gekommen, Exo? ich hätte Platz 6, ich hätte Platz 3 holen müssen. Ich hatte einen extrem geilen Fight mit Remo Diem. Hatte ich einen kleinen Kontakt mit Diem, wo ich mich leicht gedreht habe. Diem hat mich wieder vorbeigelassen.
hat mich dann wieder überholt. Und Stübing war dahinter, der gleichzeitig vorbeifahren wollte, ist dann aber nicht reingefahren, hat mich rausgedreht und ich hatte Schaden und hatte 10 Sekunden Rückstand auf die alle. Dann hat sich Stübing gedreht, den habe ich wieder überholt. Dann hat Diem eine Durchfahrtsstrafe gekriegt, der war dann raus. Und dann habe ich am Ende noch eine Verwarnung bekommen, 10 Minuten vor Schluss. Und ich bin dann so langsam gefahren, immer wo ich gemerkt habe, ich komme vielleicht zu weit raus, bin ich dann vom Gas gegangen und dann hat mich der Schübing noch deswegen noch bekommen. Weil ich dann einmal vor Rouge dann vom Gas gegangen bin, hat er mich auf der Chemist Trade bekommen und ich bin nicht mehr vorbeigekommen. Jetzt ist es nur Platz 6. Es, und der Plümmel hier ist der lachende Vierte. Boah, du hattest übrigens noch Glück, ey. Ey. Aber was war bei dir los? Ich hab gesehen, dass du echt gut dabei warst und dann warst du auf einmal in der Box. Ich war ja Achter, dann bin ich in die Box. Dann bin ich als 13. auch direkt trotzdem rausgekommen, auch. Also Top 10 war easy drinne, wirklich easy, die Pace hatte ich auch. Und dieser Krugson, spreche ich es richtig aus? Krugson. Der Typ, was haben wir im Briefing gesagt, nicht in der Rouge doppelt reinfahren am besten so. Was macht er? Fährt vor mir mit dem Typen in die Rouge doppelt rein, dreht sich weg, bleibt direkt auf der Strecke, also dreht sich direkt auf der Strecke nach der Rouge und rollt dann so rückwärts und ich wollte hinter ihm, also rechts an ihm vorbei und der rollt trotzdem noch rückwärts einfach weiter statt zerbremst und fährt mir in die, kalt dann in meine Seite rein nach der Rouge und ich mit über 200 Sachen, ne, batz, direkt weg. Dann war ich in der Box. Konnte nicht ausweichen, nischt. Das war richtig kacke. Hat mein ganzes Rennen versaut, der Typ. Ja, ich hatte auch Rusha-Flug. Aber richtig, 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 richtig viel Glück gehabt. Ich bin nicht angeschlagen. Ich glaube, war das hinter dir, Fangu? Ja. Das hätte auch gut in die Hosen gehen können, ne? Das auf jeden Fall. Ich bin gleich wieder da. Okay. Ja. Also ich hatte dann halt Codes den Flatspot. Wirklich, das Auto hat geeiert wie sonst was beim Lenken. Aber besser Flatspot als Schaden. Er hat Eier gesagt. Was ist mit dir? Mann, ey. Leider nur 25. war mehr drin. Boah, wisst ihr was? Ich hab bei der Einführungsrunde habe ich das Auto abgewürgt. Ich bin der Einführungsrunde zu spät losgefahren. Ja, deswegen bin ich auch so spät. Ich bin erst losgefahren, musste dann wieder stehen bleiben, weil ich das Auto abgewürgt habe. Warte mal. Weil hier. Irgendwie da ist wieder ausgegangen. Ja. Musste stehen bleiben, nochmal anmachen. Wie hast du das geschafft? Keine Ahnung. Die waren nicht mal nebeneinander in der Rouge. Boah, jetzt muss ich an einen. Aber direkt losfahren ist ja auch langweilig. An einen vorbei und ich bin dann zu vielen vorbeigefahren, habe ich dann gemerkt, dann war ich auf einmal hinter Blacky. Und musste ich die wieder vorbeilassen. Geil. Oh, voll Schade. Ich muss mir unbedingt nochmal bei mir angucken, ob ich wirklich außerhalb der Position war. Du hast du eine Strafe bekommen wegen richtigen Startposition? Boah. Ich bin mir aber sicher. Und das wurde hier richtig, hast du gesehen, Blacky? Oh ja. Ich muss hier leicht auf die Bremse gehen, dass ich den Pfeifer nicht reinfahre. Guck mal. Ey, der war mega schnell, der Pfeifer. Boah, der hat mir keinen Platz gelassen. Der hätte ich viel zu durchgezogen, der hätte es gecrashed. Richtig. Na Leute, wie läuft's? Wie lief's? Ja, es geht so. Ich hätte Platz 3 holen müssen und am Ende war es Platz 6. Ich hätte in der Top 10 sein können, aber dann hat sich einer in der Rouge vor mir weggeballert, also weggedreht. Blacky hat das Maximum rausgeholt. Blacky gewann? Nee, Zweiter. Leider nicht. Thomas war in einer anderen Liga heute. Ja. Was erteilt ihr für einen Zeitschnitt? So. Also 19.5. 19 war die beste Zeit. So 2.20 auch. Was hast du gefahren? Ich war ähnlich. Ich hatte nach der ersten Runde 40 Sekunden Schaden. Oh nein. Dann habe ich es 5 Runden versucht. Dann habe ich noch einen wegtuschiert. In der ersten Schikane wurde ich gedreht.
Mhm. Scheiße. Und schauen zu dem, zu meinem Unfall. Weil da unbedingt noch einer drei weit gehen mussten. Ich war genau in der Mitte, dann. Mhm. Vielleicht muss man schauen, wie knapp das jetzt geworden ist. Jetzt guck dir den Clip an, den ich bei General reingeschickt habe. 17. geworden. So. Also mal schauen, wie knapp. Ich hab einen Overcut gegen den Team, gegen den Nissan gemacht. Wie knapp das war. Ja. Du hast mir dein Rennen ja ausführlich berichtet. Ja. Guck mal, da kommt der Demon und ich seh, wie er angeschossen kommt. Und der denkt sich so, ich krieg den. Der rollt wirklich nach hinten. Schöner Crashpanz. Ja, toll, danke. Mein reinstes Rennen war versaut. Hat richtig Spaß gemacht. Ich hab die ganze Zeit mit Demon und Stübing gefightet. Max, das ist aber keine Schadenfreude, ne? Ich wollte dich nur mal erinnern, das ist dein Bruder. Mann, ey, mein ganzes Rennen war versaut. Die letzten Alter, 20 Alter, da war Dani. Nee, war das du oder war es? Das bin ich, der da weggeflext wird. Schon. Dann noch einen schönen Abend euch. Von großen ciao. Von Kuxon. Weggeballert da. Da konnte ich halt nicht ausweichen. Ich bin halt da rechts nach rechts gefahren. Weil nach links kann ich ja nicht, weil dann fliege ich ja selber raus, weil ich ja dann meinen Grip verliere, wenn ich nach links jetzt volle Pulle gelenkt hätte. So, und der rollt aber dann noch rückwärts weiter und dadurch knallt er in mich rein. Sonst wäre ich ja dann vorbeigekommen. Ah, hier, Blacky. Hm? Hier kommt er vorbei, glaube ich, ja. Mann. Auf den Graben. Das hier? Mhm. Oder? Hier setzt er sich zumindest daneben. Und ich glaube, jetzt kommt der Kontakt. Oder? Ja. Au. Okay. Das war eine ganz komische Situation, weil er wollte mich vorbeilassen. Ich wollte aber eigentlich nicht vorbei, weil ich gedacht habe, ich bin schuld, weißt du? Der kam da nochmal in Bedrängnis wegen dem Lambo oder was das ist. Nee, das ist ein Audi. Audi. Ja, okay. Er wollte mich halt vorbeilassen, aber ich habe mir. Es war meine Schuld, weißt du? Deswegen wollte ich ihn eigentlich nicht. Aber mal schauen. Audi, Lambo, jetzt. Alles das Gleiche. Ja gut, es war doch, es war schon seine Schuld, doch. Okay, ich habe gedacht, ich hätte zu wenig Platz gelassen, aber da bin ich. Nochmal. Genau. Na gut, Leute, ich bin auch weg. Ich bin jetzt rein. Okay. Und jetzt, er wollte mich halt wieder vorbeilassen. Ich glaube ja. Du hättest auch durchgehen können, ja. Ja, ich hab gedacht, es war meine Schuld, deswegen, aber ich hatte mich dann vorbeigelassen. Okay, sehr fair, sehr cool. Und dann hat er mich zwei Runden später vielleicht. Wieder überholt? War er noch hinter mir? Nee, da hat er dich nicht mehr überholt, oder? Warte, doch, er hat mich ja nochmal überholt. Okay. Und dann dieses Doppelüberholmanöver, kommt das jetzt? Ja, kann sein, dass es jetzt kommt. Ich glaube, das habe ich auch im Stream gesehen. Ja, es war, ich glaube, wir waren viel im Stream drauf. Wir haben die ganze Zeit gefightet. Ja, jetzt kommt's. Wie war der Stream, Max? War der spannend? Ja, ging schon. Ja, cool. Also, ich hab ja, hier, guck, jetzt kommt's. Jetzt musst du aufpassen auf. Ich hab nicht zugehört, ich hab nur zugeschaut wegen den Kameras. Das war ärgerlich. Oder? Ey, aber hast trotzdem Glück am Unglück, dass du nicht einschlägst, ne? Lässt ihr mir genug Platz? Okay. Ich bin mir da nicht sicher. Ja, im Zweifelsfall nicht. Nee, der wäre noch weiter nach rechts gelenkt, wenn du nicht da gewesen wärst. Guck mal, der fährt immer noch nach. Okay, genau. Ja. Dann waren alle drei vorbei. Und dann hatte sich der Stübing aber nochmal gedreht. Wo war das sonst hier? Ja, bei mir war ein Tobaga halt. Da, hier. Ja, das ist Stübing gedreht. Da wurde auch genug. Oh. Ja. Ey, Stübing, der hat ich. Hat der sich da gedreht? Der hinter dir? Nee. Ja, der hat sich da irgendwo gedreht gehabt. Und dann bin ich hier aber. War das hier? Ja, jetzt muss die vorletzte Runde gewesen sein. Ja, hier. Hier ist er innen. Habe ich mich ein bisschen verbremst. Ist er innen reingegangen. Okay, er hat die bessere Bahn.
wollte da nichts riskieren. Ich war halt vorher, bin ich halt, warte ich mal hier. Hier bin ich häufig, hier bin ich irgendwo vom Gas gegangen, komplett. Teilweise. Weil ich echt Angst hatte, Cuts zu bekommen. Ein Out. Oh, du musst mal die zweite Runde oder so zeigen von mir, wo der Lehmann abgeflogen ist. Boah. Ah ja, oh. Okay. Wir können ja aus verschiedenen Perspektiven mal anschauen, weil das war. Ich habe nur das stehende Auto gesehen und denke mir gedacht, oh. Ist Van Gogh noch da? Er muss ja. Ja, ich bin da. Ja. Schau dir das mal an. Ich hab einen Herzinfarkt bekommen. Er muss ja bei Eau Rouge den Innenkörb getroffen haben und dann irgendwie. Das ja. Weiß ich nicht, was da mit ihm passiert ist. Ich hab gedacht, ich knall in ihn rein. Und ich jetzt. Schau mal bei mir gleich. Jo, schauen wir. Nee, hier war noch nicht. Wann war das? Es war nicht die zweite Runde. War zweite dritte Runde wahrscheinlich. Ja, da. Ja, es war dritte Runde. Ich meine, sieht halt nicht so. ein Meter weiter vorne und wir werden in irgendwer von uns wäre in ihn reingeknallt. Ach, krass. Ich habe gerade das Replay angeschaut. Ich glaube, der Mörs vor mir könnte noch zwei Zeitstrafen bekommen für die erste Runde. Das heißt, vielleicht sogar P19 bei mir drin. Okay. Der ist mir zweimal, einmal hinten drauf und einmal hat mich abgedrängt in der ersten Runde. Ich überlege, ob ich gegen den hier auch gegen den Stübingen Strafantrag stelle. Dann bin ich jetzt auch mal weg. Yes. Okay. Jo, danke, Max. War echt gut. Gott, war richtig gut. Wo ist denn der denn? Danke, danke. Ich hoffe wirklich, dass es gut war. Von daher, jo, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Schönen Abend. Jo, ciao. Aua. Er hat zu viel über den linken Curb drüber gefahren und zu viel eingelenkt. Zu schnell, zu hektisch. Ja, klar, dass das Heck kommt. Autsch. Eieiei. Das erinnert mich an in echt Spa 24 Stunden 2021. Mhm. Da ist genau so ein Lambo abgeflogen und ein anderer Lambo ist da reingekracht. Sieht man genau das so. Aus dieser Perspektive auch nochmal hier, wie knapp das war. Mal auf den drauf. Ne, von hier sieht man das nicht mehr. Ah doch, jetzt hier sieht man das. Oh, der war hoher. Ja. Boah, Junge. Na ja, da haben wir alle Glück gehabt. Aus meiner Perspektive, Cockpit-Perspektive hättest du das sehen müssen. Oh. Also ich habe gedacht, jetzt ist vorbei. Oh ja, da haben wir alle irgendwie Glück gehabt. Dass du da nicht reingefahren bist, wärst du da reingefahren, dann wäre ja ich auch nicht reingeknallt wahrscheinlich. Das wäre so eine Situation gewesen. Zeig mal nochmal von der Geraden aus meiner Perspektive. Von der Geraden aus. Ja, so ungefähr. Wie viele Punkte kriegt man eigentlich bei 25? Keiner, ich glaube 5 oder so. Ich glaube, die letzten 5 kriegen oder die letzten 6 kriegen 5 Punkte. Ja. Das steht auf einmal im BMW quer. 5 Punkte. Alter, noch rollst. Ich krieg 6 Punkte. Aber Thomas hat auch ganz gut reagiert. Ja, Thomas ist vom Gas gegangen, auf jeden Fall. Ich habe ihn nicht gesehen, ehrlich gesagt. Ich war hinter Thomas. Mit dem Lehmann nicht beachtet. So, schauen wir nochmal Franz. Ist Franz noch da? Leider nicht, ist schon raus. Ah, okay, egal. Von wann ist der abgeflogen? Hier, okay, sieht man ja. Hier war noch alles gut. Hier war ja schon der Box. Oder war das planmäßiger Stopp? Das war planmäßiger Stopp. Ja. Wie lief's denn eigentlich bei Phoenix? Er war auf Platz 18 hier. Wann ist hier irgendwas passiert? Mokta war ja auch dabei, den sieht man fast nie. Oh nein. Ah. Da muss der, na gut. Eigentlich muss der Peppi da auf die Bremse gehen.
dass er da nicht weiterrollt. War schwierig. Wäre hier halt jetzt auf die Bremse gegangen, dann wäre er nicht nach hinten gerollt und Franz wäre da vorbeigekommen. Vielleicht hat er ja versucht, die Strecke wieder freizukriegen. Ja, das ist eine schwierige Sache. Oder von der Strecke zu kommen. Und auf seiner Perspektive, Peppy. Übrigens war ich im Stream schön zu sehen, oh ja. Ganz lange meine Lackierung gezeigt. Ja. Sehr cool. Ah, sieht Peppy falsch. Peppy falsches Setup. So war der Audi auch mit meinem anderen Setup. Guck mal. So musst du über den Körper drüber fahren können, ohne Probleme. Mhm. Weißt du? Bisschen was. Definitiv falsches Setup. Meinst du, war da vielleicht auch ein bisschen Dirty Air oder sowas? Ja, aber das war ja schon der Curb, der ihn ausgehebelt hat. Ja. Und danach dann. Aber hier hat er ihn gesehen. Mal schauen, die das hat. Okay, aber er geht hier ein bisschen auf die Bremse. Aber er ist gleichzeitig noch ein bisschen auf dem Gas. Ja, ist schwierig in dieser Situation noch was zu machen. Dann bist du eigentlich nur noch Passagier, aber er ist halt noch. Er ist keine Ahnung, ich glaube, er weiß nicht, was er machen soll. Er ist jetzt ein bisschen auf der Bremse, aber nicht voll auf der Bremse. Wenn er hier sieht, dass er da kommt, aber es ist schwierig. Schwierig, er ist auch schon zu nah dran. Ja. Wäre er jetzt voll auf der Bremse gewesen, dann wäre Franz vorbeigekommen. Ah, ärgerlich für den Franz. Ja, das kann ihm dann halt zum Verhängnis werden, ne? Ja. Eine Strafe. Hattest du was, Anton? Nö, ich hatte nur die DT. Die DT, ja. Achso, nur die DT. Aber ich habe nochmal geguckt, das war berechtigt sogar die Strafe. Kurz bevor die 70-Begrenzung kommt, habe ich nochmal Gas gegeben, weil ich ein Stück... Wo bist du? Hinten irgendwas mit, weiß ich nicht, 25? Ne, ich habe nochmal Gas gegeben, weil ich zu weit weg war von meinem Vordermann. Ja, am Start. Wo warst du am Start? Ich sehe dich nicht. Ne, irgendwo da hinten, ja. Weiß ich nicht. Ah, da, 22. So weit hinten ist er gar nicht. Ja, und da habe ich nochmal Gas gegeben, um ranzukommen. Ne, und da war ich ganz kurz aus dem Grünen raus. Ne, da war ganz kurz ein roter Pfeil nach hinten. Zu weit vorne? Dann, ja. Warte mal, der Cupra startet vor dir, okay. Ja, es war diese Anzeige, die habe ich ja bei mir im Stream, sehe ich die ja, und war ganz kurz ein roter Pfeil nach hinten und dann buff ging's auf diese Anzeige, wo 70 Begrenzung ist. Ja. Oh, hier muss es sogar auf dem Gas gehen, ja. Ganz minimal war es. Ärgerlich. Ja, ansonsten hätten wir sonst Plätze mehr. Start ging überraschend gut, oder? Sauber. Ja, ziemlich gut, ja. Ich hatte auch. Aber guck mal, wie viele eine Durchfahrtsstrafe haben. Oh. Simons, Meyer, Descent, wie auch immer. McBride hat auch eine Strafe. Warum eigentlich? Ne, der Descent, der ist mit mir zusammen rein. Da konnte ich mich sogar absetzen. Und dann am Ende kam er auch wieder ran. Der kam irgendwie, weiß nicht, kam dann wahrscheinlich erst rein ins Rennen. Am Ende. Ansonsten noch bei McBride. Ein Stück erst in den Rennen gefahren. Ja, ist ja sonst was. Guck mal, wieder zeitlich auf 20, 22, 25. Hatte er einen Unfall? Ich weiß nicht. Ist Dani, ich glaube nicht, ne? Nee, Villa. Was gar nicht heute schlecht unterwegs, ne? Toni? Ja, bis ich den Dreher hatte. Ah, wo? Okay. Welche Runde? Ein paar Ausflüge hattest du auch, ne? Du hast Zeit verloren. Ja, aber als ich den Dreher hatte, dann war ich da raus. Wo, okay, Runde 8, wo? Ich glaube eher 9, also. Ich glaube eher die von den 9. Könnte auch 9. Und schau mal. Nee, aber dafür ist ja nicht. Ja, okay, mit Runde 9. Ah, da warst du. Hat er dich überholt? Ja. Ja. VVR, du bist ganz. Zeig das doch nicht! Wir haben uns gegenseitig ganz viel Platz gelassen, ganz fair gefahren. Sehr cool. Ich habe
überlegen noch, ob ich ihn rausschicken soll. Ja, er lässt jetzt ziemlich viel Platz da. Ich bin einmal bin ich auch so weit rausgekommen. Ich hatte insgesamt nur, ich glaube, vier Track Limits, kein Warning, gar nichts. Also von dem her bin ich echt nicht. Ich hatte auch 3 Warnings. Nee, also 0 Warning. War wirklich nur Streckenlimit. Da bin ich echt zufrieden mit mir. Ich war auch zufrieden mit mir, bis so 20 Minuten vor Schluss. Ich habe meine 3 Warnings alle 20 Minuten vor Schluss bekommen. Wiesel hat zum Glück noch in der vorletzten Runde einen Drive-Thru bekommen. Das liegt nicht 20. geworden. Wer? Ja. Wer hat einen Drive-Thru? Wiesel. Ach so. Ja, der war dann am Ende 3 Sekunden vor der mir. Der war auch im Quali mega langsam. Oh, das ging mir so auf den Sack, den hätte ich noch kriegen können. Ach, warte, ist der vor dir gewesen? Ja, 3 Sekunden vor mir, ja. Warte, jetzt kommt's wahrscheinlich. Ja, mein. Ah, hier. Ja, da musst du ein bisschen vom Gas gehen, ey. Das ist ja alles huckelig da. Wie ist denn das? Der Cody hat mir gerade geschrieben, dass dadurch, dass ich überrundet war, habe ich eine Runde weniger. Die paar vor mir haben allerdings ihre Drive-Thrus nicht gemacht. Und guck mal. Aber vor hier. Ah ja, da würde ich mal die Ligaleitung auf jeden Fall mal fragen. Ja, aber es könnte sein, dass noch 3 Plätze für uns drin sind. Schau mal, wie das Auto von Anton abhebt hier. Weil in F1 kannst du da einfach rüberballern, ne? Ja. Und hier, guck mal. Ja, das ist dieser kurze Abheber, ja. Genau. Wie's zeig mal von Sepp und Fango nach den Start. Ja, aber guck mal, ich hab gekonnt abgefangen, nicht eingeschlagen. Aber ich hatte halt richtig dicken Flatspot. Ja, hier. Ja. Ja. Aber echt Glück gehabt, das hätte auch. Ja, das hätte auch einer von hinten kommen können. Es hätten aber auch gut und gerne mal 2 Minuten Schaden sein können, ne? Hier hättest du nicht rückwärts fahren können, hättest du voll eingeschlagen, hättest du die Kurve hier bekommen. Oder? Ja. Ich weiß es nicht. Ich wollte keinen Schaden. Hättest du. Einfach, ich hab dann gesehen, ich hab. Oh, komm mal hinter! Du hast wahrscheinlich den hinter dir so verwirrt, dass er auch. Wer war denn das? Mit Simons, oder? Gut, nee, warte. Simons, glaube ich, oder? Aber nee. Das war ein McLaren, oder? Oder war das der? Ja, das war ein McLaren, aber nicht der McLaren, ein blauer McLaren. Der andere Simons war es. Es gibt 2 Simons. Ah. Den hab ich da ja schon überrundet, dann, aber ja. Ja, der war ganz hinten, aber. Ja, da kann ich dann ja nichts für. Oh, genau, so ähnlich. Ja, der hat den gleichen. Aber eigentlich genauso wie du. Ja. Also nix, meine Schuld. Fahrfehler, aber der hat Schaden, ne? Der hat ordentlich Schaden. Ja. Zeig mal von Wolf und Anton den Start. Ja, als Start habe ich mich so rausgehalten. Die sind ich auch. Ich bin ganz zarthaft. Okay, aber Anton ist mittendrin. Start, ich habe am Start direkt irgendwie 3-4 Plätze verloren, weil ich. Das war mir zu risky. Ja. Das 25? Ich bin dann, ich glaube, 27 oder so und dann habe ich mir dafür vorgekämpft. Also es ging eigentlich. Ja, und Danny schön Drive-Thru kassiert, ne? Weil falsche viele Drive-Thru. Ja, genau. Danny und Anton. Nein, du bist da voll reingeballert, du bist voll an mir vorbeigefahren. Du warst hinter mir und bist an mir vorbeigefahren. Mir war auch eine Linie oben. Trotzdem musst du hinter mir bleiben. Wenn du zu langsam bist? War ich nicht. du warst mega weit hinten. Eigentlich normalerweise, ich bin eigentlich. Ja, also irgendwas war da nicht gestimmt, oder? Du warst so weit hinten. Ich muss Wolf. Hinter Van Gogh. Ja, aber Van Gogh war so weit hinten. Guck mal. Ja, Platz 25, alles gut. Er wollte von hinten starten. Nein, aber wie viel Platz vor dir ist, meine ich. Ach so, ja. Ich wollte mich einfach aus allem raushalten. Ach so. Lieber ein bisschen weiter hinten, überholt mich noch, geht nicht mit mir in die. Was hat Anton denn dazu gesagt? ich bin einfach hinter ihm geblieben, ich habe nicht den Fehler gemacht. Er ist hinter, es war alles gut. Aber hast du nichts gesagt, warum lässt du so viel Platz, oder?
Boah. Ja, und da habe ich gesagt, ich bin raus. Boah, da bist du leicht um Gras, übers Gras. Oder in der Entität Simons. Ja, also du auch nicht siehst, wenn du dich da hinten dran bist. Ja. Ja, eben. Und ich hatte es zweimal, dass ich hier durch Verwirbelung keinen Abschluss mehr auf der Vorderachse hatte, dass ich weggeflutscht bin. Jetzt kommt erst der Auffallfehler von den anderen, der hier hinten reinfällt. Ja, ich hab schön hinten vorbei. Zack, zack. Ja. Ich habe mir einfach nur gedacht, da drehen sich noch genug. Jetzt kommt da gleich kommt dieser Ding, wo sie mich raushauen. Ich habe mich relativ, was mir viel Zeit gekostet hat, ich habe mich relativ oft verbremst in der letzten, bei der letzten Schikane und bei der ersten Kurve. Ja. Das ist Wiesel, oder? Das ist Wiesel. Wiesel war alles in Ordnung. Aber jetzt pass auf, was sie jetzt machen. Habt ihr Delivery von Wiesel? Ich habe die nicht. Nee, ich habe sie auch nicht. Hat sie uns gar nicht geschickt. Jetzt kommt gleich, warte, ja genau, jetzt kommt nicht gleich diese geile Szene, wo ich mir echt denke, so, vom Mörs, das muss nicht sein, was er macht. Der will da zu dritt rein. Ah, ja, gut. Ja, und dann schiebt er mich raus. Was ist seine Perspektive hin? Gut, der hat hier einen deutlichen Geschick. Er kommt hier viel besser raus als ihr. Klar, klar. Beide. Und ja. Boah, er ist halt schon neben euch. Aber er lässt hier halt dann nicht Platz. Platz. Ja gut, er kommt, er muss dann früher bremsen. Ja. Ich halt und ich bin orientiere nur froh, mich. Dass Wiesel nicht rausgehauen hat. Ich orientiere mich hier immer an diesem orangenen Gitter da, hier rechts. Ja genau, ich auch. Bei dem. Ja. Und er bremst. Okay, jetzt hat er noch. Aber nicht stark genug. Gebremst. Nicht stark genug. Ja, er hat zu spät gebremst. Ja. Dann schiebt er mich eben kurz raus. Es könnte nochmal 10 Sekunden geben und dann wäre die 19 für mich drin. War das in den ersten beiden Runden? Direkt erste Runde war das. Erste Runde, okay. Ansonsten war es bei mir eigentlich nicht groß spannend, das Rennen. Hast du ein Überholmanöver gehabt? Nur das mit dem Anton. Ansonsten. Bei mir auch nichts. Ich hatte zu wenig Topspeed mit dem Setup. Wir lockern jetzt immer eine Zehntel auf der Geraden verloren. Ja, bei mir auch zu dem hinten. Ja. Immer verloren, aber den Kurven habe ich wieder. Das war bei mir auch meistens. 13. So. Bekommen, ja. Und ich habe eine konstante 22er Zeit gefahren. Ich konnte mit Blacky mithalten mit den 19er Zeiten, aber dann habe ich mich zwei, drei Mal hier in der letzten Kurve verbremst, so dass ich hier ganz weit raus bin und die Kurve habe ich locker eine Sekunde immer verloren und in der ersten Kurve habe ich mich auch häufig verbremst. Das war dann so, was mir jetzt viel Zeit gekostet hat. Ja, ansonsten war es bei mir echt einfach gefahren und gut war es. Einfach aufs Rennen konzentriert. Hat nicht gepasst, also da war kein großer Stress. Als wie viel hast du beendet? 20. Ah, geil. Geil. Ja, geil. Ja. Nice. Deswegen, ich hab mir gedacht, so 5 Punkte wären geil. P30, 29, P20 ist super. Gekox war schon jetzt relativ weit hinten. Gekox auf 27, der hat bestimmt auch was. Jetzt auf 26, sorry. Ja. Ich muss sagen, ich glaube, im Porsche wäre ich weiter vorgekommen. Vielleicht. Ist nicht unbedingt die Porsche-Strecke. Zeig mal die Porsche Aber Porsche habe ich überall auf 250 Spitze. Dann bin ich hinterher schneller. Warte, von Topspeed her bist du hier schlecht rausgekommen. 300, ja, 253 und vor allem gehen wir auf mich. Ja. Deswegen, mein Topspeed hat nicht gepasst. Auf dem Rand, weil ich die Rouge nicht so genommen habe wie sonst. Viel zu vorsichtig. Okay, schauen wir mal bei mir. Bessere, die Rouge gut gekommen. Das ist ja nicht schlimm. Man sieht bei Wolf eine stetige Verbesserung und das ist schon mal sehr wichtig. Das ist schon mal Ich kann mit dem Setup halt Rouge hier voll karten auch. Ohne Probleme. Ja, das war mir jedes Mal zuvor. Ich habe mir gedacht, so wenigstens ein paar Punkte, anstatt dass ich irgendwie DNF gebe. Das war so mein Ziel. Deswegen. 4, 5, 6. Jetzt bin ich schon schneller als du auf der. Ja, genau. Und mit dem Porsche bin ich halt genauso 209. schnell, nur dass ich hinten raus viel schneller bin. Aber ich habe hier 259 gehabt, mit dem anderen Setup hatte ich da 264. Ja. Zeig mal den Start von Sepp, bitte. Und vielleicht von Umbra noch.
Nee, das ist schon... Meier. Nee, falscher Meier. Hier sind zu viele Meier. Zu viele Meiers, zu viele Cupras, zu viele Simons. Ja, ist so, ne? Meier. Wo ist er? Da. Übrigens war so weit hinten, ne? Krass, der Typ ging mir auf den Sack dann der erste Runde. Ja, mir ging er auch auf den Sack, besonders weil er mich abgeräumt hat. Ja, ne, der hat mich zweimal berührt, weißt du, weil der irgendwie es nicht warten konnte, auf der Geraden zu überholen. Okay. Denkst du, er könnte noch eine Strafe bekommen? Glaub ich nicht. Das waren halt Rempler, weißt du, aber ist halt einfach unnötig. Hab ich dein Setup. Ah, ich hab doch deinen Lurry drin. Sieht sehr nice. Vor allem, der hat ja gemerkt, dass er schneller ist, weißt du. Aber guck mal hier. Warte mal, wir schauen uns mal die Situation an mit ihm hier. Aber die Livery ist echt geil mit den goldenen Fängen. Ich hoffe, er bekommt noch eine Strafe, weil das wäre gut für mich. Schau mal hier. Warte mal, ich muss das ist Runde 1. Das wäre, könnte... Boah, was ist denn da vorne passiert? Guck mal. Er gibt noch Gas. Obwohl er sieht, dass er sich vorsichtig dreht. Und dreht ihn hier... Wer ist das? Mokta? Ja, das ist Mokta, der Böhr. Ja, seine Schuld. Dafür würde ich locker 5 Sekunden geben. Sicher, dass er das war? 456, ja? Ja, Stübing. Das war ja. 5 Sekunden Strafe würde mir reichen, dann wäre ich schon vor ihm. Ja, dann. So schreibt das doch gleich mit rein. 15 Sekunden Strafe reichen mir. Guck, am Ende, warte, hier habe ich ja Ergebnisse. Wo sind Ergebnisse? Results. Oh. Ja? Ach so, ist das vielleicht nur der Highlight? Nee, ist das Ganze hier, guck. Das ist das Ganze hier. Ach stimmt. Wie ist denn das? Eigentlich sind die immer da unten, ne? Ja. Hi, Black Blue. Komm, dann schauen wir einfach ans Ende. Ja. Der Stream ist lustig, Mann. Startaufstellung. Liest da meinen Namen vor, okay. Sagt mit Nummer 82, das ist meine Nummer und dann fährt auch noch Audi, wisst ihr Leute? Geil. 1,1, also 5 Sekunden würden mir vollkommen reichen. Okay, machen wir so. Aber meinen Namen kann er mittlerweile sehr gut aussprechen. Mal schauen nochmal zu meiner Situation. Wo war das? Nein, es muss nächste Runde gewesen sein. Ja, jetzt kommt's wahrscheinlich. Doch noch nicht. Okay. War ich immer noch da vorne, also der Zweikampf. Oh, da war's weg. Da war ich weg. Jetzt war es in der Runde. So, hier. Schwierige Sache. Lässt er mir zu wenig Platz oder nicht? Ja, ich mach von dir aus. Oder langsam aus der Heli-Perspektive, weißt du schon. Ich geh mal auf. Aus der Heli sieht es so aus, dass er den Exodus sehr wenig Platz lässt. Ja. Ist jetzt Stübing oder was? Nee, du. Nee, links ist Stübing. Ja. Jonja zieht rein, ne? Ja. Ja. Da ist jetzt kein Diving, aber. Aber ja. Schneidet. Ja. Schneidet. Ich bin schon um den Platz gefahren. Richtig. Ja. Weil ich überleg's mir, vielleicht stelle ich ein. Okay, wollen wir Stream schauen? Mhm. Kann man machen. Ich mache mal meinen Stream aus.